Wenn Juristen von Abtretung reden, dann meinen sie keine schmutzigen Füße, sondern dann meinen sie Ansprüche, Forderungen, die von einem auf den anderen übergehen. Und das Ganze ist natürlich in Zeiten, in denen das Geld zusammengehalten wird, eine sehr wichtige Einrichtung, denn es geht ja um die Durchsetzung von Forderungen. Und das fängt in der Regel schon bei Gericht an, wenn man also nicht beweisen kann, dass der Anspruch entstanden ist oder so entstanden ist, wie man das tatsächlich vereinbart hatte. Es fehlen die Beweismittel und der Schuldner sagt, ich habe damit gar nichts zu tun, was willst du eigentlich von mir? Dann kann man dieses Instrumentarium der Abtretung gemäß 398 BGB wunderbar verwenden, um einem Dritten diese Forderung abzutreten und dann als Forderungsinhaber selber nur noch als Zeuge dazustehen, der beweisen kann, eben als Zeuge, dass dieser Anspruch entstanden ist und wie es dazu gekommen ist. Aber man kennt es eben auch vom Factoring, also dort, wo Forderungen an Dritte abgetreten werden, um sie eben zu realisieren. Beispielsweise bei Ärzten, kaum ein Arzt schreibt seine Rechnung noch selber, sondern macht das über Einzugsfirmen, die häufig sogar diese Forderungen tatsächlich besitzen, sie abgetreten bekommen vom Arzt, um sie dann geltend machen zu können gegenüber dem Privatversicherten oder auch bei IGEL-Leistungen kennen wir das, wenn es nicht gleich bar in der Praxis gezahlt wird. Die Abtretung gibt es allerdings nicht nur per Vereinbarung nach BGB, sondern auch als sogenannte Cessio legis oder Legalcessio nach dem Gesetz. Also man könnte sagen, automatisch in dem Moment, wo ein Versicherungsnehmer seine Vollkaskoversicherung beispielsweise in Anspruch nimmt, gehen die Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen einen möglichen Dritten, der beteiligt gewesen ist an einem Unfall, dann auf diesen Kaskoversicherer über, der dann wiederum sich bedienen kann bei dem weiteren Unfallbeteiligten und dann mögliche Teilschuldansprüche geltend machen und durchsetzen kann. Und ganz große Relevanz hat auch die Legalzession nach Sozialrecht. Dort geregelt in § 116 des Sozialgesetzbuches 1. Und dort sind eben all die Dinge geregelt, die öffentlich-rechtliche Versicherungen, also die Krankenkassen, die Sozialversicherungen, wenn es um Rente geht, wenn es um Unfall geht, also Berufsgenossenschaften beispielsweise, anbetrifft. Wenn also der eine dem anderen auf die Nase haut und der andere dann ins Krankenhaus muss, dort behandelt werden muss, dann wird gefragt, ja, wer war denn jetzt hier eigentlich beteiligt an diesem Vorfall? Es ist dann ja kein Unfall. Und wer kommt dann für die Heilbehandlungskosten auf? Auch da ist das Instrumentarium der Abtretung präsent, denn die Krankenkasse kann dann vom Schädiger die Heilbehandlungskosten entweder in vollem oder in teilweisem Umfang, je nach Tatbeteiligung desjenigen, dessen Anspruch dann über diese Vorschrift auf die Krankenkasse, auf andere Sozialversicherungsträger übergeht, geltend machen. Und dann kann der Schädiger sich nicht darauf zurückziehen und sagen, ja, die Krankenkasse bezahlt er schon, sondern so ein Fausthieb beispielsweise wird dann teuer, nicht nur über den Geschädigten, der hat auch über diese Forderung gar keine Macht mehr. Also wenn das zwei Kumpels waren und der eine haut dem anderen auf die Nase und hinterher sagt er, ja, die Krankenkasse bezahlt ja schon die Heilbehandlungskosten für das Richten des Nasenbeins, dann kann man sich da irren, denn dann kommt die Krankenkasse und sagt, so Schädiger, du musst es jetzt bezahlen, wir sind jetzt der Forderungsinhaber über die Abtretung.